Als Kunsthändler weiß ich durch langfristiges, vertrauensvolles Arbeiten mit Sammlern, wo sich welche Werke befinden. Und diese gilt es dann, wenn der Betreffende einverstanden ist, an Museen oder an eine private Sammlung zu vermitteln. Der Kunsthändler Wolfgang Wittrock ist eine Art Detektiv in Sachen Kunst. Der 62-Jährige spürt seltene und besonders wertvolle Kunstwerke auf. Sein Spezialgebiet sind die Maler der sogenannten klassischen Moderne. Von ihnen gibt es nur noch wenige Bilder auf dem Markt. Es gibt eine große, intensive Jagd nach dem Meisterwerk. Und da helfen eben langfristige Kontakte, immer wieder die Neugierde, dass man ein Werk irgendwo sieht, es weiter verfolgt. In dem Sinne, in dem man mit dem Besitzer im Austausch bleibt und dann gelingt es manchmal, das bestimmte Werk zu erwerben. Manchmal verfolgt Wolfgang Wittrock ein Kunstwerk mehr als 20 Jahre, bis er es an ein Museum vermitteln kann. Wie zum Beispiel die Bilder des deutschen Malers Ernst Ludwig Kirchner. Von den rund 1000 Werken des Künstlers sind bereits 80% in Museen. Die restlichen Bilder gehören privaten Sammlern. Der studierte Kunsthistoriker braucht viel Ausdauer und Geduld, um sie ausfindig zu machen. Das Werkverzeichnis der gesamten Gemälde von Kirchner. Es ist von 1958. In der Zwischenzeit ist viel passiert mit den Bildern. Sie sind durch Erbgang oder durch Verkäufe weitergewandert. Sie waren in verschiedenen Ausstellungen. All dieses schreibe ich zu dem jeweiligen Bild dazu, um auf einen Blick zu haben, wie ist der Stand des Bildes. Vor allem öffentliche Museen, wie zum Beispiel die Neue Nationalgalerie in Berlin, sind auf Vermittler wie Wolfgang Wittrock angewiesen. Eines der wichtigsten Bilder im Museum konnte vor 10 Jahren nur mit Hilfe des Kunsthändlers erworben werden. Die Frauen am Potsdamer Platz von Ernst Ludwig Kirchner. Gekostet hat es damals 9 Millionen Euro. Heute wäre das Bild mehr als 50 Millionen Euro wert, schätzt Wolfgang Wittrock. Die ehemaligen Besitzer wollten es nur an die Neue Nationalgalerie verkaufen. Hier stehen wir vor einem Beispiel, wo es viele Jahre brauchte, das Bild nach dem Wunsch der Besitzer in die Nationalgalerie Berlin zu bringen, weil Titel eben Potsdamer Platz schon darauf hinweist. Und da es das bedeutendste Werk, was damals noch in privater Hand war, in ein Museum zu platzieren. Insgesamt 5 Kunstwerke des deutschen Expressionismus hat Wolfgang Wittrock der Neuen Nationalgalerie vermittelt. Einen Teil des Verkaufspreises bekommt er als Provision. In der aktuellen Ausstellung des Museums sind Werke der klassischen Moderne zu sehen. Vertreten sind auch Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie Franz Marc, Max Beckmann und Paul Klee. Doch auch Werke zeitgenössischer Künstler vermittelt Wolfgang Wittrock. Hallo Matthias. Ja. Du wolltest mir die neuen Arbeiten zeigen. Ja, ich bin gerade an einem Porträt von Daniel Bell, dem Sammler aus Cambridge. Der Berliner Grafiker Matthias Mansen und der Kunsthändler kennen sich seit mehr als 15 Jahren. Die neuen Drucke des Künstlers will Wolfgang Wittrock in einer Ausstellung der Nationalgalerie von Washington unterbringen. Beharrlichkeit und gute Kontakte, das zeichnet die Arbeit von Kunsthändler Wolfgang Wittrock aus.